Du bist unglaublich beliebt in Amerika und es gab aber mal diese, das musst du mir nochmal erklären, das ging hier durch die Presse, dass die Fans eines Gegners der Mavericks im Stadion alle David Hasselhoff-Plakate hochgehalten haben. Was war das denn für eine Geschichte? Also das war damals so, dass ich in den Playoffs ein paar wichtige Freiwürfe getroffen habe. Ja. Und dann haben die mich gefragt, wie ich so in richtigen Drucksituationen, wie ich da so locker bleiben kann in der Freiwurflinie. Und da habe ich die Story erzählt, was eigentlich stimmt, dass ich manchmal im Kopf, um halt locker zu bleiben, ein Liedchen singe oder pfeife, oder um nicht total festzufrieren und an zu viele Sachen zu denken, sondern einfach ganz locker bleiben. Und dann hat mich einer gefragt, ja, was singst du denn da? Nur so aus Spaß. Und ich hab mir jetzt nichts eingefallen. Das mache ich einfach so total spontan. Da habe ich nichts gesagt. Und dann wussten die natürlich, dass in Amiland wussten die, dass David Hasselhoff hier total groß war. Knight Rider, Baywatch. Ja, okay. Und dann hat der Journalist reingebrüllt, so nach dem Motto, David Hasselhoff, looking for freedom. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, David Hasselhoff. Eigentlich war es sein Joke, aber dann wiederholt David Hasselhoff und dann war es alles klar. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir es mal über den Dirk Lustigen David Hasselhoff hoch. Und dann, zwei Spiele später war er dann wirklich beim Spiel bei uns. Der wird in Amerika ein bisschen belächelt, ne, David Hasselhoff? Ja, oder? Ist nicht so. Aber da habe ich nochmal seine Karriere nochmal beflügelt, glaube ich. Da war er nochmal in den Medien und war auch dann beim Spiel und war Front Row mit Mavericks Trikot und war super, ja. Ja, das wäre auch schön. Dann können wir das Lied doch direkt mal singen. Du singst ja so fantastisch, oder? Willst du direkt mitspielen? Du spielst auch ein bisschen Gitarre, das wusste ich nicht. Normalerweise denkt man, Basketballer, die haben so große Hände, die können gar keine Gitarre spielen. Die können nur einen Ball dribbeln, oder wie? Bitte? Ja, die können nur einen Ball dribbeln. Sehr gut. Dirk Nowitzki, ladies and gentlemen. Kannst du A? A-Dur? Ja. So, du spielst. A-Dur, ja, ich spiel da. A-Dur, D. Okay. D, kannst du auch? Warte mal, D war das hier, ne? Oh. Warte mal. Genau. A, D. A, D reicht fürs erste Mal. Okay. A. Okay. A. Jetzt. One morning in June, some 20 years ago. Und jetzt du. I was born a rich man's deep son. Du, den Text kann ich nicht. I had everything that money could buy. But, und jetzt hier die. Freedom, I had none. Und jetzt machen wir alle zusammen. Und I've been looking for freedom. I've been looking so long. So, geht doch! Es läuft, es läuft. Nimmst du den hier noch? Den, Was denn? Ja, kenn ich. Habe ich alle Frauen mit rumgekriegt. Ja. Mehr kann ich aber nicht. Nur den Anfang. Das hat man selten bei Sportlern, dass sie auch auf was anderes konzentrieren. Gibt es eigentlich Basketballlieder? Gibt's mit Sicherheit, aber. Kennst du keine? Haben wir hier? Dankin für meine Arbeitsstelle. Dankin für jeden neuen Tag. Dankin, dass ich die ganze Zeit Körbe werfen darf. Zum Beispiel. Ja, ist gut. Ja. Ja, gut.